Hallo Leute, hier ist wieder euer Shadow Aspen Survivor. Ja, heute mal mit der Nachbesprechung Besprechung hier für die Seven vs. Wild Geschichte. Ja, das lässt mich ja nie locker, sowas. Und wo fangen wir denn da mal an? Da fangen wir doch mal damit an, dass ich vor ungefähr 7 Monaten habe ich ein Video gemacht, das nannte sich Shadow Aspens Meinung zur Location oder so. Und in dem Video habe ich darüber gesprochen, was die Leute da zu erwarten haben. Und das Video basierte auf dem kurzen kleinen Sneak Peek Clip, den sie rausgehauen hatten. Ihr wisst schon, mit dem Bär da vorne, die da rumgekämpft haben und so. Und daraufhin habe ich die Location ungefähr auf 100 Kilometer eingrenzen können und habe daraufhin mir meine Gedanken gemacht und das Video damals gemacht. Und mein Fokus darauf war natürlich zu erklären auch, worauf die Teilnehmer achten sollten und was mein Vorschlag für die Teilnehmer wäre. Denn ich wohne ja nun hier in Kanada und für mich sind die Pflanzen und deren Nutzen und ja, deren Nutzung als Nahrung sehr interessant, da ich mich damit beschäftige. Ich habe viel von den Natives, Einheimischen hier in Kanada darüber gelernt. Und ja, ich habe daraufhin in dem Video, meine ich, gesagt, dass die Leute sich das Wissen anschaffen sollten über diese Region, welche Pflanzen es dort gibt und welche man essen kann. Und zwar aus dem Grund, dass wenn sie keine Fische fangen oder keine Tiere fangen, dass sie irgendwas anderes zum Essen haben. Ja, ja. Darum mache ich heute eigentlich das Video. Denn ich habe mir die Folgen alle angeguckt und ich muss sagen, ab Folge 3 habe ich nicht mehr zugehört, was die Leute da sagen. Das war nur noch Bullshit, das war nur noch Blödsinn. Ja. Es ging nur noch darum, wer hat den längsten Schwanz zum Zeigen, wer geht wo kacken und wie sieht das aus und solche Dinge. Ja, weiß ich nicht, ob das in so eine Sendung reingehört. Das war unterstes RTL-Niveau für mich, aber egal. Ich habe mich darauf konzentriert, was sehe ich im Hintergrund? Welche Pflanzen sehe ich, die ich schon kenne? Ja, die man essen kann, wo man was mitmachen kann. Oder wie sieht die Gegend aus? Welche Pflanzen könnten da sein, die man vielleicht nicht sieht? So, und von da an habe ich dann halt immer geschaut in meinem Video-Sessions da, wo ich dann die Folgen geguckt habe, was ich da so sehen kann und was ich finden kann. Und ja, da bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass eigentlich keiner von denen richtig hätte hungern müssen. Ja, die haben da alle gesessen, haben gehungert und haben ihre komische Brühe da gesüppelt. Ja, ja gut, der eine oder andere hat da Fische gefangen und so. Aber dazu kann ich auch noch was sagen. Das mache ich vielleicht nachher später noch. Ich will das Video nicht zu lang machen. Egal. Was ich rausgefunden habe, was ich gesehen habe, was für Pflanzen gesehen habe, ist zum Beispiel... Ich werde euch jetzt mal die Pflanzen hier aus, vorlesen, die ich hier aufgeschrieben habe, die ich gesehen habe oder meine gesehen zu haben. So, da haben wir einmal den Western Hemlock. Ja, nicht zu verwechseln mit dem Water Hemlock, complete different Pflanze. Der Hemlock ist ein Baum. Und aus dem Hemlock-Baum haben damals die Natives, die haben die Cambrium Layer abgemacht. Ja, das kennt ihr ja von Bäumen, kann man ja abmachen und essen. Nur macht nie einer ein Video darüber, wie kann man sowas zubereiten.
ja, ich sage immer, Alu-Nur kann man essen und dann nagen sie alle an dem Zeug rum und schmeckt nicht und weiß ich nicht und so. Ja. Die Sache ist die, was die Natives gemacht haben damit, ist, die haben erstmal die Rinde gekocht oder gesteamt, ja, oder gebaked in Erdöfen oder so. Und das war zumindest erstmal wichtig, damit verschiedene ja, Gerbstoffe und Dinge da drinnen zerstört werden und die nicht mehr so ja, schlecht für unseren Magen sind. So, meine Katzen hier, die drehen hier gerade durch. Ja, auf jeden Fall haben die das so genommen und dann haben die die Sache ja, danach getrocknet und dann haben sie das zerstampft. Und dann haben sie daraus wieder ein bisschen Wasser mit beigemacht und daran haben die da so Kekse rausgedrückt, so kleine, ja, so kleine, so, ja, so flache Keksscheiben. Und dann haben die da, wenn sie hatten, Fischöl oder von der Bearberry, Barberry, haben sie die, die Barberry-Samen damit reingemacht oder so. Not Barberry, Cornberry, die Cornberry-Samen haben sie reingemacht. Und ja, dann haben sie das so gegessen als Kekse. So. Nicht in dem Sinne, wie wir Kekse essen, für die war das halt so ein, also nicht ein Snack oder so, sondern eine Mahlzeit. Ja, ja. Gut, so viel dazu. Das hätte man ja schon mal machen können. Was haben wir noch für eine Pflanze gefunden? Dann haben wir den Woodfern, also den Farn. Ja, den Waldfarn, auf Deutsch übersetzt. Ich weiß nicht, wie der in Deutsch heißt, der bestimmte Farn. Aber den Woodfarn haben die Natives, eigentlich alle Farnsorten haben die Natives gepflückt. Den Woodfarn haben sie, ja, da gibt es die Wurzeln, das sind Rhizome heißen die. Ja, das sind so die Wurzeln von dem Farn, haben die dann, ja, also sauber gemacht, abgeschält und dann haben sie das Ganze auch wieder gekocht oder gebeult und in so Stews rein und haben das damit gegessen oder dann so gegessen, aber nie roh, man muss das abkochen, weil dort auch Gifte drin sind. Und wenn man das nicht richtig abkocht, dann ist das nicht gut und überhaupt so mit Farn sollte man nicht etliche Mengen davon essen, immer nur so ein bisschen hier mal da und hier mal da und da mal hier. Ja, sollte man eigentlich, wenn man in der Wildnis mit Wildpflanzen überleben will oder die essen will, sollte man das immer machen. Man sollte nie jetzt eine Woche lang nur Waldfarn essen und dann eine Woche lang nur Hemlock essen und dann eine Woche lang nur Brennnesseln essen. Ja, das ist nicht gut. Man muss immer ein bisschen mixen, immer ein bisschen hier und da und dann ist das auch eine vernünftige und gute, gesunde Sache. Und so haben es die Native halt auch gemacht. Ja, was haben wir noch gesehen? Dann haben wir den Wild Ginger haben wir gesehen. Ja, damit kann man so wie jeden anderen Ginger auch. Dann haben wir Goosegrass gesehen. Das kennt ihr als, ich glaube in Deutschland, das ist als Klette. Nicht die große Klette, sondern so eine kleine, so Klette. Klingweed sagt man auch hier in Kanada. Dann die Wasserpflanzen, ganz großes Ding, ja, das war Staple Food für die Natives und zwar Vapato, ich habe Vapato gesehen, dann habe ich gesehen Water Lily und ich habe gesehen Water Cow Lily oder Western Cow Lily, ja, das sind Wasserpflanzen, ja, Seerosen. Ja, waren reichlich da, kann man auch die Rhizomes essen von verschiedenen Arten, ja, wie Kartoffeln, viel Stärke drin und so, dann hätten sie bei, ich meine die Water Lily kann man sogar die gesamte Pflanze essen, einschließlich der Blüten, Vapato wird auch genannt Arrowhead, das ist so eine Seerosenart, da sehen die, sind die Blätter eher so, nicht so groß rund, sondern eher so spitz-pfeilförmig, ja, deswegen Arrowhead.
Also wie eine Pfeilspitz sehen die aus. Ist auch so eine Seerosenart. Dann habe ich gesehen, meine ich, ein American Beech Tree, wo Gerrit und Andy unten am Strand standen. Da standen sie unter einem Baum und haben irgendwas gelabert, ich weiß nicht mehr was. Aber da war über ihm ein Baum mit den Blättern und den Früchten dran und das sah aus wie ein American Beech Tree. Daran hätten sie auch knabbern können. Dann habe ich gesehen Fireweed, Beargrass habe ich gesehen. Was haben wir denn noch gefunden hier? Dann, ja, dann natürlich am Wasser, ja, habe ich gesehen Sea Lettuce. Ja, das ist so eine Art Algenart, ja. Die hätten sie essen können. Und dann natürlich hat man gesehen die Limpets, ja, die kleinen Dinger hier, diese Muscheln, die so fest an den Steinen sitzen. Und die Clams, ja. No. Und wer hat davon irgendwas benutzt? Keiner. Keiner hat wirklich irgendwas davon benutzt. Ja gut, die einen haben da mal, glaube ich, weiß nicht mehr, wer das war, aber die haben die Limpets da oder die Muscheln gegessen. Ich glaube, das waren die Mädels. Aber die hatten ja alle Schiss vor ihrer Red Tide und diesem ganzen Kram, ja. Zur Red Tide, da will ich nicht zu weit ausführen, ja, aber hier in Kanada, da hat das Government, ja, immer ein Sicherheitsfimmel, ja. Die sind hier alle bescheuert, was Sicherheit angeht, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ja. Hier musst du, wenn du irgendwo in einer Firma, in einer Metallbude arbeitest, ja, und du sitzt am Schreibtisch, musst du Safety Glasses tragen und einen Helm. Ja, weil es könnte ja was passieren, ja, was auch immer in dir im Büro passieren kann, aber du musst es tragen, sonst wirst du gefeuert. Ja. So, und unten in BC, da hat es mal vor Jahren so ein Outbreak gegeben, da sind ganz viele krank geworden und vielleicht, glaube ich, auch gestorben oder was, die haben bei so einer Red Tide, die da mal war, sind Leute Muscheln sammeln gegangen und sind dann halt krank geworden oder verreckt. Ja, blöd halt. Ja, so. Und jetzt wird generell gesagt, ja, between dieser Zeit, wo diese Algenblüte ist, da irgendwann vom Frühjahr bis Sommer oder so, keine Ahnung, ist dann halt Red Tide Alarm. Ja, so. Und deswegen geht da jetzt keiner mehr Muscheln pflücken. Und deswegen haben die denen da auch irgendwas von Red Tide erzählt und schon hat keiner mehr Red Tide irgendwie was essen wollen und so weiter und so fort. Ja, wenn Red Tide ist, dann sieht man das und es stinkt und ja, man merkt, dass eine Red Tide ist. So. Ja, davon ab. Okay. Ja, das sind die Pflanzen. Die hätten sich die Leute geben können, ja. Und es ist schon, es war schon interessant zu sehen. Ich hatte so ein paar, ich hatte so, oh Leute, ich muss immer nur lachen. Hatte gesehen hier dieser Schlappen da und wie ist der andere, da weiß ich nicht mehr. Ja. Die saßen da nun beide, ja, vor ihrem Shelter, den sie da reingebuddelt haben, da ins Embankment da, ja. Und dann sagt der Sitzende da und der Schlappen jammert, dass er nichts mehr essen hat, ja. Und im Hintergrund, da wächst das Fireweed, ja. Das kannst du komplett essen, die Pflanze, ja. Ich meine, es war nicht viel, aber du kannst was essen, ja. Und das wuchs da überall, ja. Und dann habe ich schon gedacht, so Mann, ey, ne, da wächst das Zeugs. Ja. Und dann irgendwie zwei Folgen weiter, da stopfen die beiden doch tatsächlich ihren Shelter dicht mit dem Zeugs. Ja. Hätten sie auch essen können. Ja. Ja, Mann, die haben nichts zu essen, aber stopfen ihren Shelter mit Essen dicht. Ja. Fand ich schon gut. Ja. Und die Naturensöhne, die beiden, die Guten, ja. Die sind ja mal hoch und runter gelaufen, hoch und runter zu ihrem Shelter. Ich meine, der Shelter war schon ganz cool da oben und so, war auch alles gut.
Und dass der, ich weiß gar nicht mehr, welcher ist denn jetzt Andi und Gerrit? Ich komme da immer durcheinander bei denen. Auf jeden Fall der, der zusammengeklappt ist. So, der Gute, der hat ja, was hatte der? Irgendwas mit dem Blut, Bluthochdruck oder Blut, ja, was war das? Irgendwas hatte der doch. Deswegen ist er ja umgekippt. Ne? So, dann erstmal sollte man sich dann von vornherein schon mal überlegen, mache ich denn jetzt bei so einer Show mit, wenn ich so eine Vorbelastung habe? Ist doch, ja gut, aber es lockt natürlich nach Kanada und so, ich kann es verstehen. Ja, also ist, ja, wollen wir nicht drüber reden, egal. So, jetzt sind die beiden da und auch die beiden sitzen am Strand, ja, und knurrt der Magen, noch gar nichts gegessen, hier ist ja gar nichts, ne? Hier sind keine Tiere, hier ist gar nichts, keine Fische, kein nix. Ne? Wir können nichts essen. Ja. Ja, und dann sitzen sie da am Strand da und irgendwie auf den Balken da oder was. In dieser Folge, weiß nicht mehr welche das war. Auf jeden Fall hinter ihm das Gußgras. Kannst die ganze Pflanze essen, samt Wurzel. Dann im Hintergrund meine ich, weil Ginger gesehen zu haben, bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall war da ein Hemlock-Tree irgendwo. Den habe ich gesehen, der war nicht weit weg, wenn die Kamera mal rumgeschwenkt ist. Ja, und das Beste ist, der gute Mann, der ist zusammengebrochen, direkt vor dem Essen, nämlich vor dem Waldfahren. Da sind die jeden Tag dran vorbeigegangen und die hätten es essen können. Zwar nicht jeden Tag essen können, das ist auch wieder nicht gut, aber mal alle 2 Tage oder alle 3 Tage. Ja, dann sind die natürlich zu diesem See dahin gegangen, die beiden immer. Ja, haben das Angeln versucht. Ich hätte das natürlich auch versucht, muss ich zugeben. Nur schien es ja nicht so erfolgreich zu sein, aber Vapato, Water Lily und Western Cow Lily wuchs da. Ja? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in der Gegend vielleicht auch noch Cow Parsnip gewachsen ist. So an diesen Wasserrändern in der Umgebung. Ja. Vielleicht sogar auch Schilf irgendwo. Ja, hier nicht Schilf, hier erwischt schon hier Rohrkolben, sagte er. Er muss ja auch irgendwo gewachsen sein. Ich meine, ich hatte was ganz hinten am anderen Ufer gesehen, aber sicher bin ich mir nicht. Ich kann es nicht genau sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da wächst. Aber diese Wasserpflanzen, die Seerosen, wie ihr die nennt, die waren nun mal nicht zu übersehen. Ja, auch bei dem bei diesen komischen anderen beiden Typen da, dessen Namen ich vergessen habe, der Dicke da und der andere da, der Blonde. Da auch. Da wuchs das Zeugs auch überall in diesen Tümpeln. So viel dazu, das sind so die Dinge, die mir aufgefallen sind. Bei den Mädels, ja, die waren in so einem Spot, da konnte man nicht viel sehen, pflanzenmäßig. Da waren nur viel Zedern drumrum und so. Ich meine, die haben ja zumindest irgendwie da versucht, da mit den kleinen Fischen und diese Sachen und so, ist ja auch gut und so. Aber warum ist nicht mal einer auf die Idee gekommen, ein Wehr zu bauen. Ja. Speziell hier die beiden Kollegen hier, die Schreihälse, hier Knossi und der andere Heini. Ja. Hätte man noch mal machen können. Ein Wehr bauen, die haben noch ein Netz gehabt. Ja. Weil nichts ist einfacher, Fische zu fangen in Massen, wenn man ein Netz hat und ein paar Steine. Ja. Und so ein Fluss, wo immer Ebbe rein und raus und so, ja, hätten sie doch mal machen können. Da hätten sie auch was gefangen.
Ja, das habe ich schon bei Pfadfinder gemacht, wo ich irgendwie 10 war oder so, irgendwo in Bayern an so einem Fluss. Ja, da haben wir Steine genommen und dann haben wir da ein Wehr gebaut und dann lief das Wasser in der Mitte durch und hinter diese, weil die Strömung wird ja schneller und dahinter hat man dann das Netz aufgespannt, wie so ein Sack. Ja. Das Wasser ist da durchgeflossen und dann sind dann 3, 4, 5 Kollegen den Fluss so einen halben Kilometer hochgegangen und dann durchs Wasser runtergelaufen und haben immer mit Stöcken aus Wasser geschlagen. Ja, und dann scheucht man die Fische runter und dann am Ende hängen die alle im Netz und dann hatten wir irgendwie 150 Forellen für das ganze Pfadfinderlager. So, und das sind so Dinge, die hätten sie machen können. Aber die haben ihre Chancen verringert, indem sie ja, das Netz praktisch so reingeschmissen haben und dann gehofft haben, dass sie was drin verhindert. Haben sie ja Glück gehabt, dass das passiert ist. Ja. Aber die hätten auch mal einen ganzen Arsch voll Fische vielleicht fangen können. Ich sag vielleicht. Ja. Das scheint ja alles diese Schollen und Flundern da drin gewesen zu sein. Ja. Da hätte man das doch versucht. Und dann ja, hätte man vielleicht gleich 20 Fische gehabt, dann hätten sie die räuchern können, damit sie haltbar bleiben und hätten nicht jeden Tag da immer gucken gehen müssen. Und ja, na gut, hätte, ne? Fahrradkette oder wie heißt das? Ja, na gut, das sind die Dinge, die sind mir aufgefallen zu den Kollegen da und ja, zur gesamten Show muss ich leider sagen, für mich wäre das zumindest Note 5, weil es war ja doch wieder nur Aussitzen, man hat nicht richtig viel gesehen. Fällt mir gerade noch was ein am Anfang. Wie heißen Sie hier? Wie heißt der denn da? Trimax und der Rumatra, ja, kommen doch an diesen Strand und dann ist da diese Schlange. Ja. Da habe ich ja schon diese ganzen Dinger gesehen von diesen ganzen Biologen reagieren und so. Ja. Leute, das war ganz klar eine Garter Snake, so heißen die. Und die gibt es durch ganz Kanada. Hier gibt es da so viele von. Ich habe da immer etliche im Garten, manchmal im Sommer, kommt aufs Jahr an. Ja. Es gibt hier ganze Stellen, da sind Hunderte auf einen Haufen in der Prärie hier. Das gibt da, wie gesagt, verschiedene Arten. Und manche davon haben auch einen roten Streifen. Die sind nicht giftig. Ja. Wenn ich da gewesen wäre, wenn ich der Rumatra gewesen wäre, ich hätte es ja gewusst, was es für ein Tier ist. Ja, ich hätte mir die sofort geschnappt. Weil man hätte gleich was zu essen gehabt. Ja, man kann die essen. Und die Indianer haben das auch gemacht. Und dann hätte man die Haut davon, ja, abziehen und dann in kleine Stücken schneiden können. Ja, so damit die aussehen wie ein Leech. Das sind hier so Blutegel. Und damit hätte man wunderbar angeln können. Wunderbare Angelköder. Alles, was aussieht wie Leech und so. Da gehen die Raubfische gerne drauf. Aber die haben ja, glaube ich, gar nicht versucht zu angeln. Die wollten ja immer einen See finden, glaube ich. Ne? Ja. Ja, so viel dazu. Das waren die. Frösche, ja, Frösche weiß ich nicht so. Mit Fröschen habe ich es nicht. Weiß ich nicht, ob ich die essen würde im Notfall. Vielleicht ja, aber nee. Ich verstehe nicht, ich kann nicht verstehen. Also, was ich nicht verstehen kann, ist, dass die Leute nicht wenn Ebbe war, sich diese Dinger, diese Limpets abgemacht haben, zu Hunderten. Ja. Ihr habt es doch selber gesehen, eine Native da in dieser einen Spezialfolge da oder so, der zeigt doch da, wo diese ganzen Reste von den Muschelschalen liegen und so, wo seine
Leute seit Jahrtausenden da gelebt haben und haben die gegessen und so weiter. Und das war der Müllplatz, wo die alten Schalen rumlagen. Ja. Leute, da muss man seinen Arsch hochkriegen, ja, vom Shelter, ja, und dann muss man da mal suchen gehen. Dann findet man auch was. Ja. Macht's doch wie die Tiere. Was macht denn der Wolf da immer am Strand? Der Wolf. Ja. Ne? Willenskraft wie Wolf, wenn ich so einen Scheiß schon höre. Ehrlich. Naja, auf jeden Fall, die laufen da auch lang, weil die da Nahrung finden. Die laufen da nicht lang, weil die einen Strandspaziergang machen, die Küstenwölfe, sondern die laufen da lang, weil die da Nahrung finden. So eine Schlange, ein Krebs, ein Frosch. Ja. Da muss man mal gucken, muss man die Augen aufhalten. Aber nein, sie saßen da immer alle lieber und ja, weiß ich auch nicht. Ne? Haben wir über das Wichsen philosophiert oder so. Es ist fürchterlich. Ist das nicht fürchterlich, Leute? Hey, nee, jetzt mal ernsthaft, haben die alle keine Scham mehr? Ja? Besonders die beiden da hier, der Blonde und der Dicke, sage ich, dick und doof, ja. Laufen da auf ihren Donnerbalken und dann, ja, wie sieht die Kacke aus? Oh, so komisch grün, so, Hallo? Ja? Oh, hast du schon mal gewichst hier? Nee, ich noch nicht. Ja, komm, dann lass uns mal, ich gehe da im Busch, ich gehe da im Busch. Ey. Leute. Ja. Was soll das? Die haben überhaupt gar keine Sitten mehr irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich hätte sowas früher nicht gebracht. Ja, gut, dann bin ich vielleicht Brüder, alter Sack oder was, ein weißer Opa. Ist mir egal. Aber das ist doch nicht normal, sowas. Leute, Mann, Mann, Mann. Anstelle, dass ja, dann hängen die da rum, da in ihren komischen Dingens, anstelle, dass die an den Strand gehen und sich da Essen suchen. Ich kapiere das nicht. Ja. Da muss ich noch eins dazu sagen. Ich glaube, die Natürensöhne, die haben da was gesagt. Die haben gesagt, was haben sie gesagt? Weil der Wald ist tot. Ist nicht mal ein Vogel. Ja, so. Leute, es ist Natur. Ihr müsst das nicht immer damit vergleichen, mit dem, was ihr gewohnt seid von Europa. Warum habt ihr da so viele Vögel, die da rumschreien? Ne? Warum? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Das kommt daher, weil ihr keine Fressfeinde mehr habt. Darum verbreiten sich bei euch die Singvögel wie bekloppt, die fliegen überall rum. Ja, die hört ihr überall, wenn ihr da im Wald geht, da seht ihr nur Singvögel und alles kreischt und flötet rum. Ja. Weil ihr kaum noch Marder habt, weil ihr kaum noch Greifvögel habt, weil ihr kaum noch, ach, was weiß ich hier, irgendwelche Katzenarten, hier Lynxe oder irgend so ein Kram da rumlaufen habt. Ja. Keine Fressfeinde mehr. Wer hier oben im Wald rumschreit, ja, der wird gefressen. Ja, wenn man hier in den Wald geht, da ist es eher ruhig, da ist es nicht so laut. Gerade jetzt im Winter, wenn ich war jetzt am Wochenende im Wald, da hörst du nichts. Du hörst nichts und du siehst nichts. Aber doch ist das Valley voll Tiere. Du siehst die Spuren überall. Hasen, Marder, Waschbären, Biber, alles rennt da rum. Ja, überall sind die Spuren, Rehe, Elche, alles da. Ja. Und die einzigen, die man hört, sind die Kojoten. Die hört man abends. Und zwar jeden Abend. Das sind die einzigen, die man hört.
Ja, weil die brauchen keine Angst haben, dass sie gefressen werden. Das sind die, die fressen in der Region hier. Deswegen hört man die auch. Ja, vielleicht hätten sie einfach mal versuchen sollen, eine Falle aufzustellen für Hasen, die mehr scouten. Ja, aber ich habe ja auch gesagt, war ja auch so, war ja auch nicht so einfach, da muss ich ja zugeben, weil ich habe ja gesagt, der Busch ist undurchdringlich und gerade da im Regenwald. Und ich habe es im ersten Video gesagt, es ist nicht so einfach, nicht so einfach, da durchzulaufen, vor allen Dingen. Ja, ansonsten, die Location an sich war kacke gewählt, muss ich ehrlich sagen. Da gibt es tausendmal geilere Spots hier in Kanada, wo man hätte so eine Show machen können. Allein hier in Saskatchewan waren wahrscheinlich 50.000 Möglichkeiten, wo man hätte mal so eine richtig coole Show abziehen können. Ja. Hätte ja nicht in den Badlands sein müssen, wo es nichts gibt. Aber vielleicht hier so, oh, weiß ich nicht, wo ich im Sommer war, da oben im Boreal Forest, noch auf der Nicht-Canadian Shield-Seite. Auf der Canadian Shield-Seite, da sind überall nur Steine und Black Spruce. Ja. Aber da auf der Seite, wo ich noch war, ist noch Mischwald. Und ja, das wäre was gewesen, Leute. Da gibt es auch genug Reservate, wo man hätte hingehen können und das in Ruhe hätte drehen können, mit richtig Feuer machen, mit diesen ganzen Dingen. Ja. Was ich richtig, was mich richtig angekotzt hat, ja, das muss ich auch mal loswerden. So, muss ja nicht jeden von euch ankotzen, aber mich hat es angekotzt, mich persönlich. Ja. Da wird Wochen und Monate lang, ja, wird ein Hype gemacht. Da darf nur ganz wenig Sachen in die Flasche rein und in die Flasche. Und die ist nur so groß. Da darf nur ganz wenig Zeugs rein. Und die kriegen nur das, was in der Flasche ist. Und damit müssen sie surviven. Stimmt ja gar nicht. Ja. Erstens, die Flasche, da hat man überhaupt nichts von gesehen. In keiner Sendung, dass da irgendwie einer, ja, irgendwie, dass da mal drüber berichtet wurde, ja, Gott sei Dank haben wir das in unserer Flasche mitgenommen oder so. Irgendwie, ne, außer hier Hühnersuppenwürfel oder so. Dann, da wurde überhaupt nichts drüber richtig so Video gemacht, ein Loadout dann oder so vor Ort oder irgendwie was, gar nichts. Ja, das ist das Erste, das ist mit dieser Flasche. Also das hat mir sowas von angekotzt. Dann haben sie alle einen Schlafsack. Ja, also wenn ich der Organisator da gewesen wäre für so eine Show, ich hätte dem im Höchstfall eine Wolldecke gegeben. So. So kalt ist es da nicht. Und nee, kriegen alle einen Schlafsack. So, das ist schon mal wieder was anderes, ne? So, nur das, was in der Flasche ist. Ja. Dann hatten sie alle ein Bärspray. Und nur das, was in der Flasche ist. Ja. Da hatten sie ein Erste-Hilfe-Kit. Nur das, was in der Flasche ist. Dann wurde denen auch so eine Sache, ne? Survival, ausgesetzt. Müssen überleben. Ja. Survival-Show. Und vorher geht so ein Militärteam, da so ein fragwürdiges rum, ja, und sucht die Spots aus und guckt, ob die Spots sicher sind, ob da Wasser ist an den Spots, ja, ob das gute Spots sind für die. Ja, hallo, darum geht's doch in Survival. Da wird man irgendwo ausgesetzt, man hat einen Unfall, Flugzeug stürzt ab, Hubschrauber, man wacht auf, man lebt noch, ja, so, und dann geht das los.
dann sucht man sich Wasser. Dann sucht man sich einen sicheren Platz. Dann sucht man sich einen Ort, wo was zu essen ist und ein Shelter bauen kann. Das sind doch die haben doch die drei wichtigsten Dinge weggenommen von der ganzen Show. Das war ja dann nur noch betreutes Campen. Ja, weiß ich nicht. Ja, und Fritz und Martin, ja, zu denen müssen wir auch noch kommen. Oh Mann, Leute. Ja, die hören da auf, wo Survival anfängt. Echt interessant. In einer richtigen Survival-Situation, ja, hätten sie dann auch gesagt, so, na, machen wir mal nichts. Na, mir ist nichts zu trinken. Ja. Also, auch wenn Martin Rückenschmerzen hatte oder so, ich wusste nicht, dass der da so eine Dinges hat. Entschuldigung über alles, was ich gesagt habe, Martin, wenn du das guckst. Ja. Aber an Fritz seiner Stelle hätte ich doch gesagt, Martin, pass auf, du bleibst hier. Ja. Und ich marschiere jetzt den Fluss hoch. Der war ja nur so tief da. Die meisten Stellen, also richtig ein reißender Bach war das ja nicht. Ja? Also ich wäre den Fluss so lange hochgegangen und irgendwo kommt da Süßwasser, garantiere ich. Irgendwo kommt es ja her. Ja? Also ich hätte das gemacht. Ich hätte jetzt, also die Möglichkeit hätte ich mir nie nehmen lassen. Ich weiß ja nicht, ob die das gemacht haben, aber es sieht so aus, als wenn sie es nicht gemacht haben. Da haben wir gesagt, sie sind so 500 Meter da hochgegangen oder was und dann ist ja immer noch salzig. Ja. Ne? Joe Vogel hat ja ein Video darüber gemacht, könnt ihr ja selber angucken, der ist ein bisschen mehr so in diesen chemischen Welten drin. Ja. Ja. Könnt ihr ja gucken. Da hat er sein Video darüber gemacht, über den Salzgehalt und diese ganzen Dinge. Ja, also ich hätte auf jeden Fall versucht, ich wäre so weit da hochgelaufen, wie es ginge. Absolut. Ja, hätte ich gemacht. Ja, vielleicht durften sie auch nicht. Kann ja auch sein. Ne? Dann der andere Witz ist natürlich dieser Ort auf der Insel da, die Häuser und das, ja. Lächerlich. Lächerlich. Ehrlich. Das ist schon wieder lächerlich. Da hätten sie sich zumindest eine Insel aussuchen können, wo nichts ist. Ja. Auf der anderen Seite war übrigens eine Lachsfarm auch noch. Kann man auf Google Earth sehen. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Der Zug kommt, das heißt, ich muss zum Ende kommen. Okay, dann komme ich mal zum Ende. Ja, das war halt meine Geschichte dazu. Wollte ich mal erklären, so ein paar Sachen. Vielleicht war das interessant für den einen oder anderen von euch. Die anderen beiden, Otto und Fritz, das hat sich ja erledigt auch. Nicht Otto und Fritz, hier Otto und Fabio oder so, es hat sich ja erledigt mit den beiden. Ja, da hatte ich ja schon eine Menge zu erzählt und gemacht, brauchte ich ja gar nicht mehr hinterherhaken, die haben ja dann aufgehört. Ja, ne? Beschiss hoch 10, wir marschieren 300 Kilometer, oh, dicke Werbung, und dann haben sie ein Boot dabei. Ja, sind sie. Was sind sie gelaufen? 60 oder so? Und den Rest werden sie mit dem Boot gefahren. Toll. Ja. Ja. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde keine von diesen Shows mehr gucken und mich verarschen lassen. Da gibt es hundertprozentig bessere, die man sich angucken kann. Ja. Das ist, was ich dazu zu sagen hatte. Und jetzt lasse ich euch wieder machen, was ihr machen wollt. Von mir
kein Video mehr darüber. War jetzt das letzte, musste ich noch machen, war ich euch noch schuldig. Ja. Davon ab, bei mir kommen wieder ein paar neue Dinge demnächst. Viel zu tun gerade mit der Rehfarm und diese Dinge. Ich habe noch bestimmte Videos vor, aber das Wetter spielt nicht so mit, wie ich mir das denke. Jetzt hatten wir ja ein bisschen Schnee gehabt, jetzt war ich ja mal draußen. Seht ihr in meinem letzten Video, wieder mit indianischen Klamotten, die ich selber gemacht habe. Und ja, da kommt jetzt noch ein Video, ich arbeite noch daran, ich gerbe noch ein paar Felle. Ich will mir einen Inuit Parka machen aus Rehfell. Dann wollte ich noch mein Snowshoe-Video machen. Da habe ich vier verschiedene Arten von Schneeschuhen vorstellen und wo und wie man die benutzen kann. Wo die halt ihre Stärken und Schwächen haben. Aber der Schnee ist noch nicht hoch genug. Wie ist da irgendwie der Wurm drin? Ich hoffe, also wir brauchen mindestens einen Meter Schnee, sonst macht das keinen Sinn, ein Snowshoe-Video zu machen. ja, was kommt noch? Ja, dann will ich noch mein ins Eis einbrechen Video machen. Das hat auch nicht so geklappt wie gedacht, weil ich hatte eigentlich gedacht, ich mache das zu einer Zeit, wo es jetzt mehrere Wochen vielleicht minus 10 war. Und dann das Eis noch nicht an allen Stellen ganz zugefroren ist und ich dann da einbrechen kann und so weiter und so fort. Und wir draußen nicht minus 25 Windchill haben, weil dann überlebe ich das nicht. Ja, aber dann kam es dann wieder anders. Ne? Es wurde dann minus 25, ratzfatz. Und dann war es kalt, 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 kalt und dann wurde es minus 54. Dann war es dann richtig kalt und jetzt ist das Eis so dick, dass ich da nicht mehr einbrechen kann. Jetzt wird es natürlich gerade wieder ein bisschen wärmer, aber dafür schmilzt jetzt wieder der Schnee. Das ist, man kann es nicht richtig haben, diesen Winter. Das ist kein stabiler Winter dieses Jahr, das steht fest. Ja. Okay, lasst es euch mal gut gehen, Leute. Wenn ihr subscriben wollt, ist das geil, würde mich voll freuen. Ich brauche noch ein paar Subscriber hier, dass ich monetized werde. Ja, und dann, ne, wisst ihr ja, liken und diese ganzen Sachen. Und wenn da mal einer von euch da angesprochen ist, Fritz, Otto, wie ihr alle heißt, ich weiß, ihr seid jetzt alle Superstars und so. Vielleicht könnt ihr ja mal euren Senf dazugeben. Vielleicht mal ganz interessant, wie ihr über mich denkt. Ja. Das soll es gewesen sein. Dann bis dann und lasst euch gut gehen. Tschüss, euer Shadowhurst.